Ja, seit dem ersten darf man als noch Hofopern-Soiree genannten Opernball 1877 ist es jedes Jahr das Gleiche. Manche treffen modetechnisch auf dem roten Teppich ins Schwarze, andere schießen ins Blaue und treten ins Styling-Fettnäpfchen. Wer heuer am Red Carpet top und wer flop ist, weiß Alina Serkina. Skandal am Wiener Opernball. Nein, zu Ruby kommen wir noch. Operettenlady Birgit Sarrata wäre heuer um ein Haar der Eintritt verwehrt geblieben. Und nicht einmal Wiens Bürgermeister Michael Häupl konnte ihr helfen. Wie sie diese Situation meistert und die anderen Abenteuer der Birgit Sarrata, Vanessa Kutzmich berichtet. Willkommen zurück bei Pink. Signore, Primo Ministro Berlusconi erscheint persönlich am Opernball. Unsere Pink-Moderatorin Silvia Schneider wagt ein kleines Tänzchen mit dem ägyptischen Hollywood-Schauspieler Khaled Nabahi. Wurde Ihnen schon mal ein unmoralisches Angebot gemacht? Ja, sicher schon öfters. Ja, was denn? Wie halt ein unmoralisches Angebot ist. Also Pelzmäntel, Autos, Diamanten, was war's bei Ihnen? Alles zusammen. Es waren immer Gentlemen und die haben das nicht so direkt gesagt, ich würde ihnen kaufen und ich würde ihnen geben, sondern die haben das ganz anders gebracht. Die haben gesagt, wir wären doch so gut zusammen und bei mir würde es ihnen so wunderbar gehen, ich bewundere sie, so ungefähr. Wie hat sie ihren Mann erobert? Mein Mann wollte ich nicht. Sie wollten ihn nicht? Nein, er wollte mich, aber ich wollte ihn nicht. Und das hat Monate gedauert, aber er war so ein charmanter Mann. Er hat noch geweint früher. Vor 30 Jahren, wenn er mich gesehen hat, hat er geweint, weil ich so schön bin. Heute weint er schon immer. Stört es Sie nicht, dieser ganze Rummel, diese ganzen Journalisten, das Gedränge? Nein, das gehört zu dieser Geschichte. Ich kann ja nicht gestört sein, wenn ich so eine nette Journalistin treffe. Sie sind Franzose, das merkt man sofort. Ja, das bin ich. Mit ihm hat am Opernball wohl keiner gerechnet. Halten Sie sich fest, der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi höchstpersönlich stattete den Ball der Bälle einen Besuch ab. In erster Linie, um seine Ruby zurückzugewinnen und natürlich, um ein bisschen Bunga Bunga in der Staatsoper zu veranstalten. Skandale! Ja, Silvio Berlusconi war gestern nicht der Einzige, der Ruby auf den Fersen war. Wir haben sie begleitet, vom Tanzboden in die Loge. Doch begonnen hat alles mit viel, viel Warten im Hotel. Ja, und hier geht's jetzt mysteriös weiter mit der Serie X-Factor, das Unfassbare. Montag sehen wir uns wieder an einem neuen Sendeplatz. Pink gibt's ab sofort um 19:20 Uhr hier auf Puls 4. Ich freue mich auf Sie.